in der Nacht ist der menschliche Leider. Denn im Kutschen und im Fahrer, Schlüssel macht allein die Kirschen ohne Scheine. Und da wurde Onkel und unser Fahrer. Wir verfolgen uns schon seit vielen Wochen, wie Fernsehen durch die Trottoire. Unsere Lust ist doch immer ungebrochen, und auch nur zu immer in der Zauber. Zuerst nach einem Rezept von Harald Juncker. Kisch Migräne. Wir kochen Kischmigräne, dazu nehmen wir mal ein Brot und Truthahn ohne Zähne, zwei Asparagen in den Schoß, den Truthahn überrissen, viermal mit Aquavit, dass sich die Poren schließen, wenn er eine Stunde zieht, den After muss man schließen, dass nichts nach Hause fliegt. Den Truthahn muss man wenden, tauchen in ein Sherrybad, den Schmoren seine Lände, wer's für den Sherry schaut. Nach gar Zeit vor zwei Stunden schmeißt man den Truthahn weg, die Soße, die tut munden und das war Junkes Zweck. Und das war Junkes Zweck. Oh weh, oh weh, oh weh. Unser Christoph sollte Ihnen jetzt eigentlich eine delikate weiße Soße vorstellen. Seine Oma hat zu ihm gesagt, er soll dazu ein verlorenes Ei ins Salzwasserbad schlagen. Das hat er bisher noch nie gemacht. Wäre ja auch nicht so schlimm. Die Katastrophe ist halt, er kann das verlorene Ei nicht finden. Aber höre und sehe sie selbst. Die Nüsse, die Schürze und alle Gewürze, oh weh. Machen es möglich. Die Fischerin vom Bodensee beschreibt Rezept für Fischfilet. Sie schreibt es dann zu diesem Zweck ans Fernsehen an der Biolek. Er klopft sich einen roten Sprach, ein lautes Schiff, weil das nicht sagt, wenn er bekommt den Fischer ein. Der will im Bild der Zeit. Man den Marsch
dann ist er nicht vom Bodensee. Das weiß der Gott, hilft ganz genau, denn Gott, der Fischer, der ist schlau. Und ist der Rotbarsch endlich da, dann scheint er Bio zu der Bar. Weil so ein Fisch, der schwimmen muss, ist Rotwein ein Genuss. Thank you.